Willkommen bei unserem Außerferner Wochenblick, diesmal mit folgenden Themen: Katastrophenschutzübungen Reute, Zwischenfall mit Kuh und die Fußballergebnisse vom Wochenende. Durch einen Staplerfahrer beschädigte Gasleitungen, der Austritt toxischer Gase und zahlreiche verletzte Personen. Soweit das Krisenszenario, das am Freitag als Basis für die Katastrophenschutzübung Seveso 2023 im Bezirk Reute gedient hat. In enger Zusammenarbeit der Bezirkshauptmannschaft mit Certizid und der Betriebsfeuerwehr der Plansee SE sowie den Feuerwehren Reute, Breitenwang und Höfen, dem Roten Kreuz, der Polizei, der ARA Flugrettung und dem PKH Reute wurde die Übung simuliert. Insgesamt rund 160 Personen haben an der Übung mitgewirkt. Ziel war einerseits die Alarmierung und den Aufbau der Einsatzleitungen, sowohl im Unternehmen als auch der Bezirkshauptmannschaft, rasch durchzuführen und in weiterer Folge gut abgestimmt zu handeln. Andererseits wurde im Rahmen einer Realübung am Firmengelände die Bergung verletzter Personen und der Transport in das Bezirkskrankenhaus Reute geprobt. Wir müssen uns in Tirol topografisch bedingt auf Naturereignisse wie Hochwasser, Felsstürze, Lawinen und dergleichen vorbereiten. Gleichzeitig kann es auch zu Industrieunfällen kommen. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit aufgrund der hohen Sicherheitsstandards gering ist, sind auch in diesem Bereich regelmäßige Übungen essentiell, um im Ernstfall zu wissen, was zu tun ist, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Meyer, die sich vor Ort ein Bild der umfangreichen Übung gemacht hat und allen Beteiligten für die professionelle Vorbereitung und Durchführung ihren Dank aussprach. Nach Bekanntwerden des Schadensereignisses wurden der Werkskrisenstab der Firma Certizid und Plansee und die Bezirkseinsatzleitung der BH Reute hochgefahren. In weiterer Folge standen der interne Meldefluss und die Information an die Bevölkerung im Fokus. In enger Abstimmung mit den Einsatzorganisationen musste auf verschiedene Lageveränderungen reagiert werden. Uns als Bezirkshauptmannschaft ist der enge Kontakt zu den Einsatzorganisationen und Unternehmen im Bezirk wichtig. Denn nur so können solche umfangreichen Katastrophenschutzübungen auch unkompliziert auf Schiene gebracht werden. Und was natürlich noch wichtiger ist: Im tatsächlichen Krisenfall sind wir gut vernetzt und garantieren so ein rasches Handeln. Auch seitens der BH gilt der Dank allen Einsatzorganisationen, den Firmen Certizid und Planse sowie dem PKH Reute für das Engagement, so Katharina Rumpf. Neben der Beübung interner Abläufe wurde auch eine Realübung durchgeführt. Die Übungsannahme beinhaltete den Austritt eines toxischen Gases am Firmengelände. Dadurch wurden Personen verletzt. Insgesamt 10 verletzten Darstellerinnen und Darsteller, Mitarbeiter des Unternehmens, wurden vom Roten Kreuz entsprechend vorbereitet. Personen mit Verätzungen sowie offenen Frakturen mussten geborgen und mittels Flugrettung und Rettungsdienst in das PKH Reute gebracht werden. Darüber hinaus unterstützt die Landeswarnzentrale mit Drohnenflügen zur Bilddokumentation, Echtzeitmessung von Windrichtung und Windstärke sowie der Bevölkerungswarnung mittels Lautsprecherdurchsagen. Zu Beginn des neuen Schuljahres begrüßte Landeshauptmann Anton Mattle im Rahmen von Frag den Landeshauptmann die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der HTL Reute im Landhaus in Innsbruck. Dass die HTL Reute erst kürzlich ihre künftige Eigenständigkeit bestätigt bekommen hat, war naturgemäß auch Gegenstand der Gespräche. Dass die HTL Reute künftig als eigenständige Schule geführt wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Bezirk Reute ist durch führende Unternehmen in Wirtschaft und Industrie eine gefragte Region, die gut ausgebildeten Fachkräften viele Möglichkeiten bietet. Für die Schülerinnen und Schüler hat sie somit eine Ausbildungsschiene im Bezirk gefestigt, mit der sie auch direkt im Bezirk beste Jobaussichten haben. Umso mehr freut es mich, direkt mit den davon betroffenen HTL-Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, so Landeshauptmann Mattle. Die Schüler Adrian Marinkovic und Gabriel Haas stellten stellvertretend für ihre Klasse die Frage an den Landeshauptmann. Wie Sie natürlich bestens wissen, hat unsere HTL Reute nach langem Warten die Sehnsucht auf die Eigenständigkeit erlangt. Vermutlich hat auch Ihnen diese Thematik die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet. Aus diesem Grund ist es wenig verblüffend, dass wir gleich mit einer Frage in diese Richtung starten werden. Wie stehen Sie zur eingetretenen Eigenständigkeit der HTL Reute und worin sehen Sie hier die Vorteile? Beziehungsweise wie viele schlaflose Nächte waren es tatsächlich? Ja, lieber Adrian, lieber Gabriel, liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Verantwortliche der HTL in Reute. Ja, tatsächlich hat ganz einfach auch diese sehr klare Forderung
des Bezirkes Reutte nach einer eigenständigen HTL auch bei mir zu schlaflosen Nächten geführt, weil es ja nicht ganz einfach war, das Regularium, das sich der Bund selbst auferlegt hat, auch zu überwinden. Das Regularium hat folgendermaßen gelautet: Ja, zuerst muss ein ganzer Lehrgang durch, dann wird die HTL selbstständig. Es hat bewiesen, wenn man sich sehr engagiert, das war dies zum einen natürlich auch die Bildungslandesrätin Conny Hagele, aber auch ich, aber auch das große Zutun aller Verantwortungsträger im Bezirk Reutte haben dazu geführt, dass es umgesetzt werden hat können. Ich freue mich darüber, ich bin sehr stolz darauf. Auch ich selbst komme ja eigentlich aus der Peripherie und weiß, was solche Schritte denn auch bedeuten. Vielen Dank für Ihre sehr erfreuliche Antwort. Jetzt kommen wir gleich zur zweiten Frage. Die geht jetzt ein bisschen in Richtung Wirtschaft. Da geht es jetzt um eine Streitfrage, die Vier-Tage-Woche. Das ist ein Konzept, das man bereits in anderen EU-Staaten erprobt hat, beziehungsweise schon gesetzlich verankert hat, wie in Belgien. Die Frage an Sie wäre jetzt, warum hat man das in Tirol noch nicht implementiert? Wo sehen Sie Stärken und Schwächen dieses flexiblen Arbeitsmodells? Wenn wir über die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert reden, dann müssen wir vor allem auch die Flexibilität und auch die Wünsche der Bevölkerung entsprechend mit berücksichtigen. Flexibilität bedeutet eben, man muss auch auf die unterschiedlichen Unternehmenstypen Rücksicht nehmen. Es gibt kleine Betriebe mit 2-3 Mitarbeitern. Dort wird die Umsetzung der 4-Tage-Woche viel, viel schwieriger sein, als das in großen Konzernen ist. Es gibt den Tourismus, es gibt aber auch den Bereich der Pflege und der Gesundheit. Deshalb muss man differenzieren. Man kann nicht alles über den Kammscheren. Ich glaube also schon, dass da und dort 4-Tage-Woche definitiv umsetzbar ist. Mir ist es aber auch wichtig, im gleichen Atemzug zu betonen, dass wir natürlich dringend die Arbeitskraft aller engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch brauchen, aber mindestens 38,5, wie es bei den Metallern ist, 40 Stunden, wie es im Landesdienst ist. Die Arbeitszeit pro Woche muss gewährleistet sein. Es muss auch die Dienstleistung oder die notwendige Arbeitskraft eingesetzt werden können. Dann ist mir eine 4-Tage-Woche durchaus auch im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und Beruf etwas Sympathisches. Zum Auftakt der diesjährigen EWR-Hausmesse am vergangenen Wochenende haben die EWR am Vorabend zu einem Abend der Sonnenenergie eingeladen. Das Event stand ganz im Zeichen Energiezukunft mit einem Fokus auf den Ausbau von Photovoltaik. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählen unter anderem die Bürgermeister des EWR Stromversorgungsgebietes im Außerfern- und Ostallgäu. Die Frage war, ab wann errechnet sich eine Installation einer Photovoltaikanlage? Das kommt auf mehrere Faktoren drauf an. Wenn ich jetzt sage, wenn die Gemeinde zum Beispiel selbst in die Anlage investiert, kommt sehr darauf an, wie viel vom erzeugten Strom direkt verbraucht wird. Es ist bekanntlich der Einkaufspreis des Stroms höher, weil er sich aus Netzgebühren, Steuern und einem Energiepreis zusammensetzt. Und wenn ich ihn verkaufe, bekomme ich nur den Energiepreis. Das heißt, umso mehr ich selbst verbrauche, umso schneller rechnet sich die Anlage. Und da gehen wir im Moment so zwischen, sage ich mal, je nach Eigenverbrauch 7 bis 13 Jahre aus. Wenn ich jetzt eine Volleinspeiseranlage habe, die was quasi den gesamten Strom verkauft, steigert das natürlich die Amortisationszeit nach oben. Und da kommt sehr darauf an, wie sich die Strompreise weiterentwickeln. Aktuell gehen wir schon davon aus, dass die Strompreise in den nächsten 10 bis 20 Jahren etwas steigen werden. Aber nicht dieser Peak, was eben voriges Jahr drinnen war. Mehr über den Abend der Sonnenenergie gibt es kommende Woche in einem eigenen Beitrag auf RE1TV zu sehen. Letzten Sonntag fand in Reutte die zweite Außerferne Frauenmesse statt. Die beiden Organisatorinnen haben sich bewusst für den Location-Wechsel entschieden, damit noch mehr selbstständige Frauen aus dem Bezirk Platz haben, um ihre Unternehmen, ihre Leistungen und ihre Produkte zu präsentieren. Die Messe war ausgebucht. 39 Stände mit insgesamt 46 selbstständigen Frauen zeigten sich in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Reutte. Diese Messe war ein beeindruckendes Zeugnis für die Stärke und Vielfalt der Frauenpower in unserer Region. Die Wirtschaftskammer Reutte ist stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg dieser Veranstaltung geleistet zu haben. Durch die Bereitstellung unserer Räumlichkeiten und die Nutzung unseres Netzwerks konnten wir dazu beitragen, dass die Messe zu einem inspirierenden und erfolgreichen Event wurde, so Andrea Eisele von der Wirtschaftskammer Reutte. Die beiden Organisatorinnen, Beate Friedl sowie Sarah Brock, zeigten sich zufrieden. Den beiden ist es ein Herzensanliegen, mit diesem Event zu zeigen, wie viele starke Frauen mit tollen Unternehmen es im Außerfern gibt, und boten auch in diesem Jahr wieder eine inspirierende Plattform für Austausch, Networking und Information. Aus einer Idee wurde Wirklichkeit. Es ist unglaublich, was aus diesem Gedanken gewachsen ist.
Zusammen mit Sarah haben wir eine Plattform entstehen lassen, die ein Highlight für Ausstellerinnen und hunderte Besucherinnen und Besucher geworden ist. Mit der zweiten Messe sind wir sogar nochmal gewachsen. Das bestätigt den Bedarf und ich bin mir sicher, viele im Außerfern wissen gar nicht, wie viele selbstständige Frauen es im ganzen Bezirk Reutte eigentlich gibt, freut sich Bea Friedl, die Initiatorin dieser Messe. Ob See, Wasserfall, Orchideenblüte, Alpengarten oder Themenweg, das alles können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen im Bezirk Reutte auch im Rollstuhl erleben. Das Außerfern macht sich in Sachen Barrierefreiheit einen Namen. Es freut mich, dass wir seitens des Landes Tirol die Bemühungen um Naturerlebnisse ohne Hindernisse und rollstuhltaugliche Wanderwege im Rahmen der forstlichen Förderung unterstützen können. Der Wald hat eine Erholungsfunktion, die auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung stehen soll. Gratuliert Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geißler den Verantwortlichen aus der Fern zu ihren erfolgreichen Initiativen. Ein entsprechendes Angebot komme der heimischen Bevölkerung zugute und sei zugleich ein touristisches Alleinstellungsmerkmal. Mehr als 16 Kilometer Wege wurden in den vergangenen Jahren rollstuhltauglich gestaltet. Allein in den Jahren 2022 und 2023 hat das Land Tirol die Umsetzung von rollstuhltauglichen Wanderwegen im Außerfern mit 200.000 Euro an forstlichen Mitteln unterstützt, so Geißler. Besonders verdient gemacht habe sich der Tourismusverband Naturpark Region Reutte, aber auch Gemeinden und der Landschaftsdienst der Bezirksforstinspektion Reutte. Barrierefreiheit im Gelände, das bedeutet eine Wegbreite von mindestens 1,2 Meter, keine unüberwindbaren Hindernisse wie Wurzeln oder große Steine, moderate Steigungen, Absturzsicherungen wo notwendig, rollstuhlgerechte Rastplätze sowie behindertengerechte WC-Anlagen und Parkplätze als begleitende Infrastruktur. Diese Maßnahmen kommen nicht nur Personen mit eingeschränkter Mobilität zugute, auch Familien mit Kleinkindern im Kinderwagen profitieren, sieht Andreas Schreieck von der Bezirksforstinspektion Reutte Vorteile für Einheimische und Gäste. Letzten Mittwoch kam es wieder einmal zu einem Zwischenfall zwischen einer Wanderin und einer Kuh. Eine 51-Jährige wurde in Ehenbichl von Jungkühen attackiert bzw. überlaufen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Frau ging mit ihren beiden nicht angeleinten Hunden über eine Jungviehweide in Ehenbichl, als plötzlich einer der Hunde von einer Kuh attackiert wurde. Als sie versuchte, das Jungtier von ihren Hunden abzudrängen, wurde sie von mehreren Kühen angegriffen und verletzt. Die Weide ist abgezäunt und durch einen Schranken versperrt, jedoch für Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Reutte, die Hunde zum Tierarzt gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen wird gegen den Landwirt Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet. Bezirksbauernobmann Christian Angerer findet nach dem Vorfall klare Worte. Mein Bedauern über den Unfall ist groß und meine aufrichtigen Genesungswünsche gelten der betroffenen Verletzten und ihrem Vierbeiner. So der sichtlich betroffene Angerer. Jeder dieser Unfälle ist einer zu viel. Er appelliert jedoch gleichzeitig an die Vernunft, den Respekt und den Hausverstand der Bevölkerung im Umgang mit Weidetieren. Es gibt sehr gut ausgearbeitete Verhaltensregeln für den Spaziergang mit Hunden im Bereich von Almen und Weiden, die auch über die Medien immer wieder entsprechend kommuniziert werden. Auch versehen unsere Landwirte die Eingänge zu ihren Weiden mit entsprechenden Schildern und weisen Fußgänger auf die diversen Gefahren hin. Im konkreten Fall sind ebenfalls diese Hinweisschilder vorhanden, klärt Angerer auf. Er hält mit Deutlichkeit fest, im Sinne einer Schuldumkehr darf nicht passieren, dass der Landwirt, der mit Hinweisschildern ausdrücklich auf die möglichen Gefahren bei einer Begegnung von Weidetieren mit Hunden hinweist, für das nicht regelkonforme Verhalten beim Wandern mit Hunden verantwortlich gemacht wird. Sport. Fußball. In der siebten Runde der Außerferner Fußballliga kam es zu folgenden Ergebnissen. International Reutte gewinnt gegen Dannheim mit 1:0, Flach verliert gegen Höfen mit 1:5, Breitenwang gewinnt in Steg-Holzgau mit 3:0 und Weißenbach gewinnt gegen Ehenbichl ebenfalls mit 3:0. In der Tabelle stehen nach wie vor International und Breitenwang mit jeweils 18 Punkten auf dem ersten Platz, gefolgt von Weißenbach. Am Wochenende stehen folgende Partien auf dem Programm. Eimen trifft auf Höfen, Flach spielt gegen Ehenbichl, Steg-Holzgau trifft auf Weißenbach und im Spitzenspiel stellen sich die Tabellenführer International und Breitenwang gegenüber. Der SV Reutte und der SV Innsbruck trennten sich in der 9. Runde der Landesliga West mit 2:2 unentschieden. In der Tiroler Liga der Frauen musste FC Lech Aschau gegen den SV Angerberg eine 2:4 Niederlage hinnehmen. In der Gebietsliga gewinnt Vils gegen Pitztal mit 3:2 und bleibt in der Tabellenführung dran. Die SVG Lechtal trennt sich von St. Leonhard in der Bezirksliga mit 1:1. Und in der ersten Klasse verliert die Tiroler Zugspitze gegen den Tabellenführer Stubai 1b spektakulär mit 10:2. Lech Aschau hingegen konnte gegen Mils 1b mit 1:0 gewinnen.